Buenos dias, amigos. Wir geben uns heute voll Leidenschaft dem Tango hin. Ein vertikaler Ausdruck für eine horizontale Sehnsucht. Oh la la! Herr Kapellmeister, bitte, Herr Kapellmeister, bitte, einen Tango. Also das Bild vom Tango, das wir natürlich in den Köpfen haben, ist ein sehr erotisches Bild. Und das war natürlich auch so damals, als der Tango 1910 nach Europa gekommen ist. Deswegen hat er ja auch in der Gesellschaft keinen Anklang gefunden. Also man hat ihn als verpönt, als zu vulgär erachtet. Und erst die Briten haben dann eine Choreografie erstellt. Und dadurch hat der Tango dann auch Anklang in den Standardtänzen und im Welttanzprogramm gefunden. Aha, als verpönt und vulgär wurde der Tango bezeichnet. Eigenschaften, die mir persönlich ja besonders gut gefallen. Zuerst lernen wir aber mal den Grundschritt für alle Mittänzer unter Ihnen. Der Grundschritt der Dame. Der Grundschritt des Herrn. Körperkontakt wird beim Tango großgeschrieben. Anschmiegsamkeit ist also gefragt. Die Schwierigkeit beim Tango ist natürlich die Tanzhaltung, die so ein bisschen anders ist als bei den anderen Standardtänzen. Die Dame steht weiter rechts, wir stehen etwas mehr im Knie und haben natürlich einen sehr engen Körperkontakt. Das heißt, man kann sich absolut keinen Fehler erlauben, sonst steht man genau auf den Zehen vom Partner. Schritt, oder? Und andere rechts. Und. Hopp. Erkenntnis des Tages: Alles ist schwierig, bevor es einfach ist.